Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forza Motorsport 6 Carpack Review zum Migaya's Carpack des, ja, Carpack für den März. Ein bisschen später erschienen im März, so Mitte März jetzt erst erschienen. Das hat ja den Grund gehabt, weil ja das Porsche Expansion Pack Anfang März erschienen ist. Deswegen haben sie das März Carpack etwas weiter nach hinten verschoben. Und jetzt Mitte März, am 15. März, also perfekt die Mitte ausgemacht, sage ich einfach mal, kommt eben hier das März-Carpack, was zugleich auch das letzte Carpack ist, welches im Carpass enthalten sein wird. Das heißt, alle folgenden Carpacks sind dann nicht mehr enthalten, müssen dann separat gekauft werden. Das auch schon mal als Hinweis. Aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer hatte auch den Carpass nicht und fragt sich jetzt auch schon, lohnt sich überhaupt dieses Carpack? Und genau da ist dieses Video, glaube ich, hier gar nicht so schlecht. Oder dieses Review vor allem auch. Weil ich werde mir ja heute wieder mal die ganzen Autos durchgehen. Welche Autos sind denn enthalten? Das werden wir jetzt gleich im Schnelldurchlauf machen. Im Anschluss werden wir dann ins Spiel springen, die Autos nochmal im Spiel uns angucken, anhören und auch gucken, was denn tuningtechnisch so möglich ist. Und danach geht es natürlich dann mit dem Auto auch noch auf die Rennstrecke. Da werden dann ein, zwei Runden kurz gefahren, kurz gucken, wie fährt sich das Auto, wie fühlt sich's an. Und dann werde ich versuchen, am Ende des Reviews, des Videos eben ein Fazit zu ziehen und so sagen, natürlich nach meiner persönlichen Meinung, aber ich versuche das auch ein bisschen neutral zu sehen, ob sich denn dieses Carpack überhaupt lohnt zu kaufen oder überhaupt, wie schätze ich denn dieses Carpack ein, auch im Vergleich zu den anderen Carpacks, die wir bis jetzt schon so hatten. Und ich würde einfach sagen, ich beginne einfach direkt. Schon mal gleich der Hinweis, die News zum Carpack ist natürlich selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt. Der Trailer zum Carpack ist leider aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen. Falls er aber noch erscheint, werde ich den selbstverständlich auch noch nachträglich verlinken. So, jetzt fangen wir aber wirklich an. Jetzt gehen wir einfach mal im Schnelldurchlauf durch, welche 7 Fahrzeuge denn hier in dem Migaya's Carpack enthalten sind. So, wir beginnen natürlich wieder mit dem ultimativen Cover-Car in diesem Carpack. Und ihr habt es eigentlich schon gesehen, der 2015er Ferrari 488 GTB. Nachfolger des 458 Italia. Und weitere Details gibt es dann gleich, wenn wir ins Spiel springen. Dann mit dabei haben wir noch den 2015er Chevrolet Nummer 10 Wayne Taylor Racing Corvette Daytona Prototype. Ja, das steckt schon eigentlich im Namen, was wir hier haben. Daytona Prototype hatten wir ja erst vor drei Monaten, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ja, so zwei, drei Monate. Ich glaube, Ende Januar kam raus. Das vorgezogene Februar-Pack war das, ja. Genau. Also vor 2 Monaten, sage ich jetzt einfach mal, hatten wir ja schon bereits den Ford Daytona Prototype bekommen und jetzt bekommen wir hier eben auch den Chevrolet Corvette Prototype noch dazu. Damit haben wir die beiden aktuellen Daytona Prototypes dann im Spiel. Das ist ja auch cool. Konkurrent belebt ja auch dann das Geschäft hier in dem Falle hier im Spiel. So, das Weitere haben wir dann mit dabei. Ja, da gehen wir in der Zeit etwas zurück. Den 1934er Alfa Romeo P3. Auch ein interessantes Fahrzeug. Auch hier gleich weitere Details dann, wenn wir ins Spiel springen. So, dann haben wir noch was für die Freunde der deutschen Automobilhersteller, nämlich den 1967er Mercedes-Benz 280 SL. Und des Weiteren haben wir auch, ja, auch wieder ein deutsches Fahrzeug. Und gar nicht so weit weg, ne? Von 67 zu 68 zum 1968er Opel GT. Ja, richtig gehört. Wir kriegen nochmal einen Opel. Nach dem Kadett kriegen wir jetzt noch den Opel GT. Auch auf jeden Fall ein Kultauto. Und es steht natürlich auch auf jeden Fall für, ja, dass Opel damals sehr, sehr geile Autos gebaut hat. Ja, also an alle, die da draußen, die Opel ja so sagen, scheiß Marke und so weiter, ja, gibt es ja immer mehr, gibt es ja mehr als genug. Damals haben die richtig geile Dinger gebaut. Und ich werde euch nachher auch so ein bisschen was zu dem Fahrzeug erzählen. Und ja, da werdet ihr dann schon merken, dass dieses Auto auch richtig, richtig kult und richtig, richtig cool ist. So, ja, das Weiteren haben wir, gehen wir nochmal ein Jahr weiter, den 1969er Fiat Dino 2.4 Coupé. Auch ein historisch interessantes Fahrzeug, auch hier gleich mehr Details. Und last but not least haben wir nochmal einen Rennwagen, und zwar den 1988er Jaguar Nummer 16 60 Castrol Jaguar Racing XJR 9. Ja, auch ein Fahrzeug, was auf jeden Fall in der Historie Geschichte geschrieben hat. Und ja, mit dem werden wir auch beginnen, gleich. Hier gleich auch nochmal der Hinweis, bevor ich jetzt so direkt ins Spiel springe. Alle Fahrzeuge, die hier im Pack sind, beziehungsweise was ich jetzt hier gleich im Spiel durchgehen werde, habe ich in der Videobeschreibung in der Timeline verlinkt. Das heißt, wenn ihr jetzt speziell irgendein Fahrzeug nochmal sehen möchtet oder auch euch jetzt nur für ein oder zwei Fahrzeuge interessiert,
oder vielleicht euch auch eine eigene Reihenfolge zusammenlegen wollt, wie ich die Autos vorstellen soll, dann guckt einfach in der Videobeschreibung. Das funktioniert auch mit dem Handy oder Tablet oder wie auch immer. Und da könnt ihr dann einfach da draufklicken, da ist die Timeline angegeben, einfach draufklicken und dann springt ihr gleich direkt zu dem Fahrzeug, was ihr gern sehen möchtet. Wer das nicht braucht, der guckt jetzt einfach ganz normal weiter und macht's wie ich einfach von Auto zu Auto alles durch. So, wir springen zurück ins Spiel und beginnen auch wie gerade andersrum, wie ich es jetzt gerade durchgegangen bin, nämlich mit dem 88er Jaguar Nummer 60 Castrol Jaguar Racing XJR9. Hier haben wir das gute Teil und ihr seht schon, ja, das sieht schon sehr, sehr prototyphaft aus und ist natürlich auch ein Prototyp. Man sieht es auch hier an der Seite, IMSA GTP, also hier für Prototype steht das Ganze. Und dass er, wenn da IMSA steht, da könnte man sich schon denken, ja, der ist auch tatsächlich in der IMSA GT-Serie oder in der IMSA-Serie auf jeden Fall gefahren. Gucken wir uns das Fahrzeug einfach mal an. Machen wir vielleicht auch mal kurz die Scheinwerfer an. Ja, ist schön gelblich angehauchte Scheinwerfer, alte Scheinwerfer. Oh, da können wir sogar einiges wegnehmen. Das finde ich cool. Das machen wir auch mal. Und ja, zur Historie dieses Fahrzeugs. Jaguar hatte ja natürlich in der Langstrecken-Historie einige Erfolge gefeiert. Allerdings war damals, zur damaligen Zeit, der letzte Sieger in Le Mans zum Beispiel 1957 mit dem Jaguar D-Type. Ja, das ist schon eine Weile her gewesen. Und da wollte dann Jaguar sagen, hey, wir wollen wieder angreifen im Langstreckensport. Und das haben sie dann auch richtig, richtig gut gemacht. Denn bei diesem Fahrzeug kann man schon mal davon ausgehen, dieses Fahrzeug ist ja die Antwort eigentlich auf das Porsche Expansion Pack. Denn dieses Fahrzeug ist der absolute Porsche-Killer gewesen damals. Denn Porsche war ja zu der Zeit damals mega dominant. Die haben sowohl in Amerika sämtliche Langstreckenrennen dominiert, in Le Mans, glaube ich, mehrere Jahre hintereinander Gesamtsiege geholt. Und dann kam dieses Fahrzeug hier, beziehungsweise dieses Fahrzeug und dessen Reihe, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das sieht ja schon böse aus. Ja, V12, so viel kann man schon mal sagen. Und das sieht man auch hier, ne? 6 auf jeder Seite. Und oh, das sieht schon böse aus. Richtig großer Motor, hier die zwei Endrohre dann. Und das Ganze dann gipfelt. Ja, das sieht schon böse aus. Ja, und auf jeden Fall hat 88 das Schwesterauto von dem hier mit der Nummer, ich weiß gar nicht, welche Nummer das nochmal, ich glaube Nummer 2 kann das sein, der mit der Kennziffer XJR9LM für Le Mans, hat damals dann die 88 auch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Und dieses Fahrzeug hier hat zum Beispiel die 24 Stunden von Daytona gewonnen, was ja auch da eine Porsche Hochburg waren in diesen Jahren. Und eben die haben sozusagen das Ganze mit dem Auto beendet, die Porsche-Dominanz. Und deswegen auch historisch ein sehr interessantes Fahrzeug. Und einer der Nachfolgermodelle dieses Fahrzeugs, zum Beispiel, oder ja, 1990 zum Beispiel, ist der XJR12. Ja, gehen wir drei Nummern höher, 10, 11 und dann 12. Ist eben genau dieses Fahrzeug hier, dieses Fahrzeug auch nochmal Le Mans-Sieger geworden. Also hier 88 und 90 hat eben diese XJR-Reihe Le Mans gewonnen. Und das war dann natürlich auch nochmal ein großer Erfolg für die Raubkatzenmarke. So, jetzt treten wir aber nochmal rein in den 6,5 Liter V12. Oh, der klingt schon böse. Hier haben wir auch einen Schaltknüppel. Ja, hier schön manuelle Schaltung. Hier sehen wir auch rechts angezeigt, Rückwärtsgang ist links oben, unten links ist der erste Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang und mehr Gänge brauchen wir anscheinend nicht. Sehr cool. Ja, sehr cool. Da werden wir gleich auf jeden Fall auf der Rennstrecke nochmal das Ganze ein bisschen austesten. So, dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, was wir denn tuning-technisch an dem Fahrzeug machen können. Wie immer wissen wir ja, bei Rennwagen ist ja die Möglichkeit etwas begrenzt. Reifenmischung können wir 290er Reifen vorne auf 305er machen, also ein bisschen breiter. Hinten sehen wir schon hier so aerodynamisch hier das Ganze geschlossen gehalten. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, um halt die Luftverwirbelungen ein bisschen zu entgehen. Und ihr seht, man ist auch schon eine XJR9 V12. Ja, sieht schon böse aus, muss ich sagen, auf jeden Fall. Böses Fahrzeug. Na, selbstverständlich gab es auch offene Varianten. Das kann man auch schon mal sagen. Ja, 360er Reifen auf können wir machen auf 375er. Dann ist hier der Innen, glaube ich, alles ausgefüllt. Man sieht es, ein bisschen breiter wird es. Ich hoffe, das sieht man auf YouTube. Ja, ein bisschen breiter wird es hinten. Also ja, da kann man schon richtig breite Schlappen draufziehen. So, Handling-Fahrwerk können wir anscheinend moderne Rennbremsen verbauen. Und eine Scheibenbremsen.
Und aus dem Motor können wir eben den Luftmengenbegrenzer, und da können wir hier nochmal richtig, richtig Leistung rauskitzeln. Ihr seht, auf 671 kW mit 994 Newtonmeter können wir diesen V12 rauskitzeln, was natürlich krass ist, weil das Gewicht hier bei 876 Kilo steht. Ja, serienmäßig seht ihr, 559 kW auf 881 Kilo ist trotzdem ein krasser, krasser Wert. Und ich würde sagen, ja, krasse Werte lesen sich zwar toll, aber wir wollen das auch ein bisschen ausfahren. Deswegen würde ich sagen, machen wir Testfahrt. Und wo macht man das besser? Mit einem Fahrzeug, was in Daytona und auch in Le Mans erfolgreich war. Natürlich entweder auf Daytona oder Le Mans. Und ich mache es jetzt einfach mal auf der alten Le Mans-Variante ohne Schikanen. Und dann gucken wir doch mal, was auf der Gerade mit dem Fahrzeug hier so geht. Mit dem 88er Jaguar. Da bin ich gespannt, auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt hier die IMSA-Variante ist, ja, aber das ist ja auch egal. Ja? Das grenzen wir jetzt aber hier mal ein bisschen aus. Ja, wie immer gilt auch an der Stelle, wenn jemand hier Informationen ergänzen möchte oder wenn ich jetzt hier irgendwo vielleicht sogar eine Fehlinformation streue, was ja immer mal passieren kann, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare einen Hinweis schreiben. Natürlich hoffe ich auch auf eine coole Art, ja, nicht jetzt hier so schreiben, hey Ray, du, piep, 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 ja, sondern wirklich halt einfach auf eine coole Art schreiben, hey Ray, das ist nicht ganz richtig, das sieht so und so aus, oder wenn ihr halt eben halt der Meinung seid, dass es nicht ganz korrekt ist, dann gerne ergänzen, ich kann auch nicht immer alles richtig wissen, und ich denke mal, hier zusammen als Community können wir hier auch nochmal, je nachdem, wenn ich da irgendwas falsch sage, auf die Richtigkeit hinweisen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die Informationen, die ich jetzt hier sage, korrekt. So. Ja, hier haben wir das gute Teil. Sieht schon geil aus. Irgendwie fehlt trotzdem was. Irgendwie muss ich die Räder hinten sehen. Ich finde es irgendwie, ja, wie wäre was, wenn fast fehlen würde. Ich würde sagen, wir geben einfach mal, upsala, ein bisschen Gas. Oh, ich glaube, ich habe, Moment. Ich habe, glaube ich, hier, das ist nicht so gut. Machen wir mal hier auf eine normale. Da ist noch ein bisschen was aktiviert. Machen wir das mal, ja, machen wir mal Simulation an, oder? Gucken wir gleich mal, was der so an Sprit verbraucht. Und jetzt, man sitzt, also die Sitzposition ist sehr, sehr weit vorne bei dem Fahrzeug, wie man sieht. Aber dadurch hat man einen guten Überblick, muss ich sagen, bei dem Fahrzeug. Und ihr seht, der geht schon ordentlich nach vorne. Der V12-Saugermotor fährt sich aber so auf den ersten Metern sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, und er brüllt ordentlich. So, jetzt gucken wir gleich mal auf der Langgerade, was der da so drauf kriegt. Ohne Schikane dürften wir ja an die Top-Zeit, an die Top-Geschwindigkeit rankommen. Aber da geht ganz gut um die Kurven, muss man echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt gucken wir mal. Ja, er zieht schon gut durch. Jetzt sind wir gleich auf 300 auf der Uhr. Wir haben sogar 5 Gänge, da wurde noch richtig angesagt. Aber 6 Gänge haben wir, glaube ich, nicht. Ne, 5 Gänge. Ja, 320. So, jetzt sind wir dann an der. Guck, hier wäre jetzt dann. Hier wäre jetzt der Bremspunkt für die Schikane. Also bei 325 wäre jetzt der Bremspunkt. Aber ich glaube, viel schneller kann der auch nicht. Ah, das klingt schon böse, oder? Richtiger, brüllender V12. 8000 Umdrehungen, glaube ich mal, oder? Was haben wir dann? Wo stehen denn? Ja, da 7,6 haben wir. 7,6 Umdrehungen pro Minute. Ja, das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Ja, schneller geht leider nicht. Ich weiß nicht, vom Getriebe oder von der Aerodynamik her will er nicht mehr, aber schon ordentlich auf jeden Fall, das Fahrzeug. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ist ja auch ein wahres Siegerfahrzeug. Und ja, für alle Porsche-Fans wie mich, da muss ich ja sagen, muss ich ja das Fahrzeug eigentlich ja hassen, weil er einfach die Dominanz von Porsche einfach mal beendet hat, ja. Aber nee, muss ja auch sein, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft und ist ja auch ein wirklich cooles Fahrzeug, definitiv. So, jetzt fahren wir da mal, kommen nochmal hier nochmal einmal, ziehen wir nochmal durch hier bis 3,25. Mal gucken, ob wir das schaffen bis zum Bremspunkt. Aber der zieht ja schon gut durch. Ab hier ist dann, da fehlt ihm dann so ein bisschen die Luft, ja. Da jetzt nochmal so ein Gang mehr, da würde, glaube ich, schon noch mehr gehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier rumkommen. Ja, der hat schon gut Grip. Das muss man eben echt hier lassen. Aber der hat schon gut Anpressdruck. Da muss er sich auf keinen Fall vor den modernen LMPs verstecken, meiner Meinung nach. Da geht schon richtig gut nach vorne. Gefällt mir. Auf jeden Fall. So, Zeit haben wir hier auch laufen. Wunderbar. Aber ja, wir wollen jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Wir möchten ja noch ein paar andere Autos angucken. Und deswegen springen wir einfach weiter und gehen jetzt erstmal wieder raus. Beziehungsweise verlassen Le Mans. So, wir gehen der Zeit etwas zurück und wir gehen auch etwas weg vom Motorsport. Und zwar
Kommen wir jetzt mal ja, zu den klassischen Fahrzeugen und diesem Carpack, das kann man ja schon mal sagen, haben wir ja auch ein bisschen klassische Fahrzeuge dabei und wir gehen nach Italien und ja, nicht zu diesem Alfa Romeo, ja, den wir hier haben, sondern wir gehen hier zum 1969er Fiat Dino 2.4 Coupé und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Fahrzeug mit einer coolen Geschichte auf jeden Fall. Und ja, dieses Fahrzeug wurde anlässlich, da müsste man ja fast schon einen roten nehmen, aber nehmen wir mal nicht. Wir lassen den mal jetzt in diesem weiß, beige, was auch immer. Holen wir uns das Fahrzeug mal ab. Und zwar, ja, dieses Fahrzeug wurde anlässlich des 100. Geburtstags vom Firmengründer Giovanni an. Oh, jetzt, Gott, mein Italienisch, ja, ist. Das ist ihr 1900 eingerostet. Fiat Dino 2,4 Coupé. So, und zwar der Giovanni Agnelli, glaube ich, wird es ausgesprochen, hoffe ich doch mal, eben, zum 100-jährigen Geburtstag, ich glaube, er hat da nicht mehr gelebt, aber er wäre 100 geworden, glaube ich, so muss man es, glaube ich, verstehen, wurde dieser Sportwagen, eben dieser Dino, gebaut und herausgebracht. Das Ganze ist 1966 passiert, wir haben jetzt hier die 69er-Version, die 2,4-Liter-Variante, die Coupé-Variante. Ja, die stolze 180 PS aus diesen 2,4-Liter rausschöpft, 6-Zylinder-Motor, auf 1,4 Tonnen Gewicht, das ist natürlich schon ordentlich, also das ist gerade kein mega Leichtgewicht. Allerdings, ja, Geschwindigkeiten von 205 km/h plus wurden mit diesem Fahrzeug erreicht und das ist auf jeden Fall für die damalige Zeit schon echt nicht schlecht. Hier haben wir diesen Motor, der leider ein bisschen abgedeckt ist, da sieht man jetzt leider nicht viel, aber man kann vielleicht schon erahnen, dass da so ein V6 reinpassen könnte. So, gucken wir das nochmal von hinten an, hier können wir ja auch hinten mal aufmachen, können wir reingucken, ja, Kofferraum ist jetzt nicht unbedingt der größte, aber ja, wir können reinsitzen und wie wir sehen, ist es halt ein typisches Coupé, ja, hier zwei Sitze auf der Hinterseite und zwei Sitze auf der Vorderseite. Ja, sehr schön, Design, auch sehr edel, wie ich finde hier, ja, mit Holzvertäfelung, Holzlenkrad, ja, schöner Schaltknüppel, also ja, für die damalige Zeit doch schon ein sehr luxuriöses Sportwägelchen und V6. Kann man auf jeden Fall anhören, definitiv. Ja, zum Fahrzeug selber, da gibt es auch noch ein bisschen eine Geschichte, die habe ich mir jetzt gar nicht rausnotiert. Allerdings habe ich jetzt hier kurzerhand, ihr habt es gar nicht mitgekriegt wahrscheinlich, da habe ich hier ein bisschen Multitasking bewiesen, habe ich einfach mal den Wikipedia-Eintrag mal geöffnet zu diesem Fahrzeug, zum Fiat Dino. Und wenn man Dino hört, dann denkt man ja eher so schon direkt an Ferrari und tatsächlich, von, wenn man die Geschichte so ein bisschen durchliest, hat es auch ein bisschen was mit Ferrari zu tun, denn der Sohn vom Enzo Ferrari, der hieß hier Alfredino und die Kurzform davon, der Spitzname davon war Dino und der ist ja damals gestorben, ziemlich jung und zwar, ja, also wie gesagt, ich würde euch nahelegen, die Geschichte selber zu lesen, weil wenn ich euch jetzt vorlese, dann macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn, aber ich versuche es mal kurz zusammenzufassen und zwar auf dem Totenbett. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vom Alfredo Ferrari, also vom Sohn vom Enzo Ferrari, der hat die Idee schon gehabt, wie man einen V6-Motor halt eben macht. Und er hat anscheinend einem guten Kollegen, sage ich mal, der bei Alfa beschäftigt war, und zwar der Vittorio Jano. Tut mir leid, wenn ich die italienischen Namen nicht richtig betone oder ausspreche, ja, das müsst ihr mir entschuldigen. Und zwar, ja, das war ein erfahrener Rennmotorkonstrukteur und der hat dann tatsächlich anscheinend, weil eben der Alfredino ihm das gesagt hat, diesen Motor entwickelt, der dann auch wirklich konzipiert wurde und in der Formel 2 damals mit 1,5 Liter ja, zu Einsatz kam. Und darüber hinaus ja, kam der dann später auch, beziehungsweise dieser Dino-Motor kam dann auch später irgendwann in dieses Fahrzeug zurück. Genauso auch in den Ferrari-Dino damals kam der dann rein. Weil Fiat lieferte ja tatsächlich auch Motoren an Ferrari aus. Ja, Ferrari baute damals noch nicht jeden Motor selber. Aber wie gesagt, wer das genau lesen will, ist eine interessante Geschichte. Schaut mal auf Wikipedia, da gibt es einen größeren Absatz zu der Geschichte. Einfach Fiat Dino eingeben, da gibt es dann mehr Details. Ist auf jeden Fall mal lesenswert. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir einfach mal jetzt direkt in der Werkstatt, was wir denn da an dem Fahrzeug, an dem Dino so verändern dürfen. Oder sehen wir, da haben wir schon ein bisschen mehr Auswahl. Wir können am Motor was ändern und zwar könnten wir, wir könnten auf einen V8 wechseln und wir könnten auf einen V8 Racing wechseln. Klingt alles cool, aber ich glaube, dann würden wir ja
ihm den Namen zerstören, nämlich den Dino, ja, von da, wo er kam. Das, was ich jetzt hier versucht habe, kurz zusammenzufassen. Und deswegen würden wir das auf jeden Fall lassen. Aber wir haben die Möglichkeit, es zu ändern. Ja, Allrad können wir einbauen. Und wir können tatsächlich im Serienmotor einen Turbo oder so einen Kompressor reinbauen. Also wenn wir ihn zwangsbeatmen wollen, könnten wir das tun. So, optisch können wir hier unser Lieblings-Forza-Spoilerlächeln dran bauen. Oder wir können hier auch so ein bisschen die Ziersachen wegnehmen, um uns hier so ein eigenes Rennauto zu kreieren. Auch hier können wir wieder unsere Forza Oldtimer Heckflügelchen dran machen. Genauso hier hinten können wir wahrscheinlich auch hier wieder die Chromleiste wegnehmen. So sieht's auch aus. Wunderbar. So, dann haben wir reifentechnisch können wir wahrscheinlich auf moderne Reifenmischungen bis hin zu Rennreifenmischungen wechseln. Von der Reifenbreite können wir von 205er bis hin zu 235er. Und im Heck können wir auch von 205er bis hin auch zu 235er wechseln. Also hier dasselbe Spiel. Hier wieder alles moderne Sachen, die wir verbauen können, von modernen Differentialen bis Getriebe und so weiter. Genauso auch Bremse können wir hier, moderne Rennbremsen, hier moderne Fahrwerke und Dämpfer können wir entsprechend einbauen. Auch Gewichtsreduzierung sind möglich, nämlich die 1,4 Tonnen, wie schon gesagt, ist, finde ich, schon ein ordentliches Gewicht für so ein altes Fahrzeug. Können wir aber immerhin hier auf 1,1 Tonnen senken. Und auch am Motor können wir einiges drehen, wie ihr seht. Zum Beispiel auch die Nockenwelle können wir hier das Auto ein bisschen höher drehen lassen. Und auch im Hubraum können wir wahrscheinlich den 2,4 Liter auf, keine Ahnung, auf vielleicht einen 3 Liter oder sowas machen. Leider sehen wir ja in Forza Motorsport nicht mehr, wenn wir den Hubraum vergrößern, auf was wir ihn denn vergrößern. So, ich würde mal sagen, wir machen auch hier eine kurze Testfahrt und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Monza, oder? Ja, wenn italienisch, dann gehen wir auch auf eine italienische Rennstrecke und gucken mal, wie sich das ganze Auto denn so fährt, wie sich so anfühlt und wie es auch nochmal klingt so auf der Rennstrecke. Ja, da klingt es nochmal ein bisschen anders da auf jeden Fall. Wenn dann das Ganze hier geladen hat. So, da haben wir das gute Teil. Ich finde, ja, für ein V6 klingt ja schon gut. Ja, auch die Doppel-Endrohre hinten. Ja, dann setzen wir mal rein hier in das schöne, in die schöne Karosse. Dann geben wir ein bisschen Gas, oder? Und wie gesagt, über 200 km/h waren möglich. Dann gucken wir nochmal, ob wir das auf der Highspeed-Strecke von Monza hinkriegen. Was mich aber da gleich dann interessiert ist, wie gut beißen denn die Bremsen überhaupt? So, beim 100-Meter-Schild. Ja, da können wir entweder auch ein bisschen später bremsen können, also die Bremsen beißen. Ja, man sieht auch schön, wie die Karosserie sich neigt, ja, hier nach links und rechts. Ja, da sieht man schön altes Fahrwerk noch verbaut, natürlich. Da ist es natürlich alles ein bisschen weicher, da wird man ja ein bisschen um die Gegend gandulieren. Aber ja, optisch gefällt mir das sehr gut, sehr, sehr elegant auf jeden Fall, das Fahrzeug. Also für die damalige Zeit auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, elegantes Fahrzeug, ja. Und dann muss man auch sagen, ja, viele würden jetzt sagen, es ist ja nur ein Fiat, ja. Aber halt ein sehr, sehr sportlicher Fiat. So, haben wir mal die Schikane. Ja, da kann man hier schön über den Körb drüber, das merkt man nicht mal, so weich ist die Federung. Ja, bis 8000 Umdrehungen kann man drehen. Bis in den roten Bereich, bis nahezu fast 9000. Ja, das ist natürlich schon ordentlich. Und ja, muss man sagen, gute Kurvenspeed auf jeden Fall. Man kann schon ganz gut damit um die Kurven gehen. Fällt mir sehr gut. Also für so einen Oldtimer sehr, sehr cool. Allerdings muss ich auch hier dann schon direkt schon die Frage stellen. Ja, Oldtimer, klar, für Schrauber ist es immer geil. Betone ich immer wieder, wenn man ein bisschen schraubt hier in Forza, sind gerade die Oldtimer eigentlich die Fahrzeuge, die am meisten Spaß machen aufzubauen. Auch an die Leute, die sich auch um Schrauben einfach mal so hobbymäßig versuchen wollen hier im Spiel, sind natürlich diese Oldtimer, bieten natürlich am besten Potenzial, weil da merkt man halt direkt einen Unterschied, wenn man denn was ändert, ja. Also da kann man halt natürlich auch sehr viel lernen an solchen Fahrzeugen. An den modernen Fahrzeugen ist es nicht immer so einfach. Hier hat man einfach viel Möglichkeiten, ja, indem man halt am Motor was macht, am Fahrwerk und so weiter. Da merkt man dann halt natürlich direkt die Einflüsse, die einstellbaren Sachen auch und so weiter. Da kann man einfach viel rauskitzeln. Und deswegen sind Oldtimer dann schon irgendwo daseinsberechtigt hier in Forza Motorsport. Trotzdem muss ich sagen, so Oldtimer würden für mich trotzdem immer noch mehr Sinn machen im Horizon-Ableger. Und hier hätte ich dann doch gern lieber richtige Rennwagen oder dann von mir aus auch historische Rennwagen oder dann halt eben auch eher Sportwagen. Wobei auch selbst die Sportwagen hätte ich lieber in Horizon. Aber naja, man kann sich ja nicht immer aussuchen. Und von dem her
muss man sich damit zufrieden geben und wir haben ihn und das ist ja auch okay und damit kann man, wie gesagt, ein bisschen schrauben. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir bis zum Bremspunkt an die 200 km/h rankommen. Das würde mich jetzt interessieren. Ah, ich glaube, das wird ziemlich knapp. Ah, 190, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Nein, das schaffen wir nicht. Ah, nein, ich bremse lieber mal. Also, und ich glaube, selbst das reicht nicht mehr. Komm, brems, brems, brems. Ah, ja, ganz leicht angeditscht, würde ich sagen. Das ist sogar noch ein bisschen Abstand. Wobei wir uns, oder uns hat es auch, glaube ich, ein bisschen vom Reifenstapel wieder ein bisschen weggedrückt. Egal, wir gehen jetzt raus. Das war der Fiat Dino, nicht zu verwechseln mit dem Ferrari Dino, auch wenn die ein bisschen verwandt sind, ja, motortechnisch. Aber wie gesagt, Geschichte einfach mal selber nachlesen, ist auf jeden Fall mal interessant. So, ja, wir kommen, zum, wie ich finde, zu einem, ja, historisch interessanten Fahrzeug und vor allem auch gerade für die deutschen, sage ich mal, automobilhistorischen Leute oder die da unterwegs sind. Ein sehr interessantes Fahrzeug und wir kommen zum, ups, da sind wir falsch. Und zwar, wir kommen zum 1968er Opel GT. Ja, und ihr seht schon, der sieht schon sehr sportlich aus und das war damals auch gar nicht so typisch Opel. Ja, Opel damals mit Kadett, Rekord und so weiter am Start gewesen und dann kam Opel hier mit so einem richtig sportlichen Coupé, ja? Und zwar mit dem Opel GT, ja? Und das war natürlich ein sehr, sehr cooles Fahrzeug. Wir holen uns erstmal ab und ja, dieses Fahrzeug, wenn man es jetzt mal so ein bisschen vergleicht, auch mit der damaligen Zeit, oh, die Farben, ja, das sind wirklich die typischen Opel GT Farben. Ich nehme den jetzt mal in diesem Blau, weil ich das Blau einfach echt dem sexy finde und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Ja, OPC Blau, ja, nee, OPC gab es aber noch nicht, ne? Nicht, dass jetzt jemand da auf falsche Gedanken kommt und wieder sagt, Gary, das geht doch, das stimmt doch gar nicht. Das ist hier 1968er Opel GT. Ja, und was man halt am Opel GT gleich sieht, er ist relativ klein, aber die Form, wenn man das auch mit der damaligen Zeit vergleicht, ist oder sieht sehr, sehr aus wie eine Corvette. Ja, damals GM und Opel waren damals ja schon zusammen, wie der ein oder andere weiß. Ja, und da könnte man auch meinen, oh, ja, da hat Opel einfach mal im eigenen Haus Konkurrenz gemacht. Und tatsächlich wurde auch dieses Fahrzeug Mini Corvette oder im amerikanischen Raum europäische Corvette genannt. Und ja, es war einfach eine kleine Corvette, wenn man so möchte, auch von der Optik her, vom Heck und so weiter. Und das war damals auch, wie gesagt, nicht Opel-typisch, dieses Fahrzeug, kam aber sehr, sehr gut an, weil es halt sehr, sehr sportlich aussah. Es war klein, auch sehr leicht. Dementsprechend hat auch ein kleinerer Motor gereicht. Und das Interessante war, es gab auch zwei Varianten von diesem Fahrzeug. Es gab einmal den 1100er und den 1900er, was man sich auch schon wieder denken kann, was auch wieder den Hubraum widerspiegelt. Nämlich es gab einmal eine 1,1-Liter-Maschine und einmal eine 1,9-Liter-Maschine. Was hier aber auch sehr interessant ist, und zwar die Bodengruppe sowie das Fahrwerk wurde aus dem Kadett B übernommen. Genauso auch diese 1,1-Liter-Maschine wurde aus dem Kadett B übernommen. Die 1,9-Liter-Maschine wiederum wurde aber aus dem Rekord C übernommen. Das Problem war allerdings bei der 1,9-Liter-Maschine, ja, und wir haben hier auch den 1,9-Liter, das sieht man nämlich, und zwar an der Motorhaube. Hier diese Ausbeulung, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, aus Platzgründen. Das Fahrzeug war halt sehr, sehr klein, ja, und deswegen musste man da so ein bisschen halt gucken, wie kriegt man das rein, und deswegen gab es halt diese Ausbeulung. Aber das finde ich gar nicht schlecht, das macht das Fahrzeug einfach so ein bisschen charakteristisch. Ja, und hier haben wir dieses gute Stück, der 1,9-Liter-Motor vom Rekord C, der stolze 90 PS leistet. Ja, und dann denkt ihr jetzt wieder, 90 PS? Ja, man muss aber bedenken, dass das Fahrzeug halt sehr, sehr leicht war und dementsprechend auch sehr, sehr sportlich zu bewegen war. Was aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight war, und man kann es euch eigentlich schon denken, sind die Scheinwerfer. Und passt mal auf. Klack! Sehr geil, ja, und das haben sie auch hier schön umgesetzt in Forza. Und zwar diese Klappscheinwerfer, die einfach zur Seite sich wegklappen. Ja, sehr, sehr cool, typisch Opel GT, sehr, sehr geil, finde ich richtig cool und ich könnte das jetzt die ganze Zeit machen, weil ich das einfach mega geil finde. Ja, klack. Ja, normal hätte das auch ein bisschen mehr geklackt, also hier hört man jetzt gar nichts. Ja, aber in Wirklichkeit hat es schon ein bisschen geklackt, ja, gibt es ja auch Videos dazu. So, und dann würde ich mal sagen, sitze mal rein in das gute Teil, ja, wenn wir uns da rein zwingen, ja, in dieses kleine Vehikel. Aber doch sehr sportliche Vehikel. Ja, und ich finde es sehr cool. Das ist der zweite Opel, den wir jetzt hier haben im Spiel, der nach dem Kadett nachgereicht wurde. Und da haben wir es. Ah, hinten steht auch drauf. 1900, da sehen wir es auch nochmal.
Sehr, sehr cool. Ja, finde ich cool. Es ist auf jeden Fall ein Kultauto von Opel, gehört auf jeden Fall in die Opel-Historie dazu, auch wenn natürlich viele andere Autos da auch reingehören, wie Manta, Rekord, Calibra, Ascona, ja, das sind alles Fahrzeuge, die ich da auf jeden Fall auch mit dazu zählen würde, aber auch eben dieser alte Opel GT. Und ja, auf dem Genfer Autosalon, wenn wir ganz aktuell sein möchten, wurde ja auch unter anderem eine Neuauflage von diesem Opel GT als Konzeptfahrzeug vorgestellt, natürlich sehr, sehr futuristisch, aber auch wieder ein sehr, sehr kleines Coupé, ja, Zweisitzer, Coupé, sehr, sehr klein, und das haben wir hier eben halt auch. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir denn so tuning-technisch an dem Fahrzeug so umbauen könnten. Und das interessiert mich jetzt auch mal. Wir können sogar Motor wechseln, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir könnten einen rein Vierzylinder mit ja, variabler Steuerung, also quasi Vergleich, Honda verbaut VTEC, ja, das ist immer so der beste Bezug, um das zu vergleichen. Sowas könnte man einbauen. Dann ein 5,7 Liter V8, ein 3,7 Liter V6 und auch wieder eben, ich sage jetzt mal einfach VTEC, ja, wir wissen, dass es kein VTEC ist, aber halt von der Art her. Ja, interessant ist ein V8, ja, weil ja auch schon die 1,1 Liter aus dem Kadett bzw. 1,9 Liter aus dem Rekord schon nicht so richtig reingepasst haben, da passt bestimmt 5,7 Liter V8 rein. Ja, egal, Forza macht es möglich, finde ich okay, auf jeden Fall cool, wir können Allrad einbauen. Und wir könnten luftzufuhrtechnisch im Serienmotor ein Turbo und zwei Kompressorarten noch reinpflanzen. Also hier tuningtechnisch ist auf jeden Fall was möglich und für die Hobbyschrauber ist es bestimmt auch sehr interessant. So, wir können hier auch wieder hier diese typische Forza. Sehr geil, sehr, sehr sexy aus. Hier ist das mini kleine Ding. Ja, muss halt sagen, es ist ein sehr kleines Fahrzeug. Ja. Man sieht es hier auch, glaube ich, auch in der Garage. Und wir können hier auch die Chrom-Ding wegmachen. Das ist geil. Da können wir so richtig, richtig geile Rennsport-Optik machen. Am Heck auch wieder dieses kleine Etwas hinmachen und hinten wahrscheinlich können wir auch hier entsprechende die Chromteile entfernen. So, ja, da bin ich jetzt gespannt an den Reifen. Klar, wir können hier moderne Rennreifen gehen, aber was können wir hier denn machen? Ja, auf 165er Reifen, ja, auf 205er und dann sieht er, steht er schon ordentlich stramm da. Auch hinten 165er bis hin zu 235er und das sieht dann schon böse aus, würde ich mal behaupten. Also auch hier kann man da schon die kleine Corvette vielleicht so etwas, doch etwas größere machen, zumindest was sowas angeht. Ja, auch bremsentechnisch kann man hier moderne Sachen verbauen, auch das Ganze nochmal hier mit modernen Federn und Dämpfer versehen. Viel tiefer liegt der gar nicht, 1,5 cm, ja. Das ist, da sieht man, da ist gar nicht mehr so viel Spiel, der lag damals schon doch relativ tief. Und auch leichtbautechnisch, ja, kann man dieses unter 1 Tonnen schwere Vehikel dann noch mal hier auf stolze 800 Kilogramm drücken. Weil das ist schon ein Leistungsgewicht auf jeden Fall, was ordentliches. Und auch am Motor können wir definitiv was ändern. Auspuff und ja, auch Nockenwelle können wir das Ding hier, oh, können wir zum richtig krassen Drehzahlmonster machen. Schauen wir mal an. Also hier tuningtechnisch auch wieder für den Hobbyschrauber richtig was möglich. Ich würde sagen, wir gehen auf eine Rennstrecke und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal, wo gehen wir denn hin? Ich würde mal sagen, nehmen wir einfach mal Hockenheim und fahren da einfach mal, ja, hier auf dem kleinen Kurs, fahren da einfach mal eine Runde. Guck mal, wie der 68er Opel GT 1900 mit 90 PS denn so um den Hockenheimring prügeln kann. Oder? Schauen wir einfach mal. Dam, 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 dam. Ladezeiten dürften echt schneller sein. So, da sind wir. Ja, schön alter, knackiger Sound, würde ich sagen. Kann man so lassen. So. Na, gucken wir mal. Wie die 90 PS, die knapp unter einer Tonne hier vorwärts bewegen können. Und wie der hier so um die Kurven geht. Ja, muss sagen, sehr direkte Lenkung. So kam es mir zumindest jetzt gerade mal vor. Ja doch, die Lenkung sehr direkt sogar. Muss man gar nicht so hart einlenken. Also ich glaube, auch hier wieder muss man einfach sagen, für Hobbybastler in Forza ist auch das Fahrzeug wieder sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall wieder echt was rauszukitzeln. Sitzposition gefällt mir auch sehr gut hier. Man hat beide Spiegel, den Innenspiegel und auch den linken Außenspiegel, sehr gut im Blick. Und ja, doch, die Kurvenspeed gefällt mir gut. Sehr knackig zum Einlenken. Und wie gesagt, so ein altes Fahrzeug auf jeden Fall sehr, sehr cool. Macht auf jeden Fall, muss ich sagen, Laune zu fahren. Ja,
Ja, sehr, sehr gute direkte Lenkung. Gefällt mir. Definitiv. Ja, und er war auch damals dafür nicht, sagen wir mal, unbekannt dafür, dass er auch wirklich sehr knackig gefahren ist. Mir wurde auch, kurz vor der Aufnahme, sag ich mal, auch berichtet, dass bei Oldtimer Grand Prix und so weiter der Opel GT auch da immer wieder, ja, für Verwunderung sorgt, wie gut er dann doch über Rennstrecken fahren kann. Und ich finde, ja, ist auf jeden Fall sehr schnittiges und sehr sportliches Fahrzeug. Und da kann ich einfach nur einfach wieder mal sagen und ermahnen, ja, Opel hat damals halt wirklich geile, geile Autos gebaut. Punkt. Mehr muss man dazu, glaube ich, echt nicht sagen. Und es ist eine deutsche Marke. Also macht die Marke nicht immer so rund, ja, und steht auch mal zu einer deutschen Marke. Und ja, wir gehen auch weiter zu einer deutschen Marke, und zwar zum 1967er Mercedes-Benz 280 SL, Baureihe W113 und Erkennung W113. Zudem gehen wir jetzt, den holen wir ab, und dann erzähle ich auch hier nochmal ein paar kleine Details dazu, zu diesem kleinen Silberpfeil. Ja, er war hier der 280 SL, beziehungsweise überhaupt diese neue SL-Reihe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall, oder was ist denn das hier für Silber? Ah, nee, das gefällt mir nicht. Dann nehmen wir schon das hier, das sieht schon besser aus. Holen wir den uns mal, diesen Roadster. Lalala, speichert. Und Anna, dein Auftritt. Wir warten alle auf dich. Dam, dam, dam. Okay, sie will nicht. Das ist ihr 1967er Mercedes-Benz 280 SL. So, ja, auf jeden Fall ein Kultauto und war der Nachfolger des 190 SL und des 300er SLs, also des Gullwings. Und ja, war der Vorgänger der 107er Baureihe. Ja, wenn man das mal so ein bisschen historisch und modelltechnisch einsortieren möchte. Ja, und der 280 SL gab es in drei Varianten. Es gab den 230 SL, den 250 SL und eben diesen 280 SL, der von 68 bis 71 gebaut wurde. Hatte 170 PS, 240 Newtonmeter Drehmoment und eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 200 km/h. Was auf jeden Fall für damalige Verhältnisse ein ordentlicher Wert war. Ja. Also das muss man auch mal so sehen. Man muss auch vergleichen, jetzt hier zum Beispiel, dieses Fahrzeug hatte rund 80 PS mehr als zum Beispiel der Opel GT von gerade eben. Und die sind ja ungefähr von derselben Zeit gebaut worden. Ja, was war die Idee damals von Mercedes-Benz? Sie wollten unbedingt eine konsequente Weiterentwicklung zu eben 190 und 300er SL sein. Und ihnen war da halt ganz wichtig, dass eben halt der Komfort verbessert wird, die Leistung verbessert wird, die Zuverlässigkeit verbessert wird. Und damals war auch einfach so das Image von diesem Fahrzeug einfach, wenn ich irgendwo hinfahren wollte, dann konnte man so 100% sicher sein, dass ich auch damit pünktlich ankomme, weil es einfach sehr zuverlässig war. Auch sehr prominente Besitzer besitzen heute noch so ein Fahrzeug wie Sterling Moss oder John Lennon. Ja, sind einfach nur Gesichter für dieses Fahrzeug, weil sie einfach, ja, weil es ist ein Kultauto einfach. Also ich denke mal, jeder, der heute Mercedes feiert, ja, der muss auch dieses Fahrzeug feiern, weil es einfach zu der Geschichte von Mercedes-Benz auf jeden Fall dazugehört, dieses Fahrzeug, und auch sehr, sehr kulti ist. So, ja, großer Schaltknüppel haben wir hier. In der Mitte sehen wir links, in der Mittelanzeige links sehen wir den Tank unter anderem. Tankfüllung, eben Drehzahl, sieht man sowieso die ganze Zeit, wie ich hier schon drehe. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall auch innen drin, finde ich für damalige Verhältnisse sehr edel, sehr aufgeräumt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Sitze, ja, eine sehr, sehr interessante Position. Ja, man liegt da schon fast mehr drin. Aber ja klar, ein bisschen chillen hier und so weiter. Warum nicht? So, ja, gucken wir auch mal in den Motorraum. Ja klar, da gucken wir doch mal rein. Und dann schauen wir uns doch so mal an. Was haben wir denn hier? Stehen da Zündfolge 153624 müsste es dann sein. Ja, steht sogar drauf, die Zündfolge. Sehr, sehr cool. Guck mal, da steht auch so da Mercedes-Benz Modell. Was steht denn da? 700. Oh, das kann man kaum lesen. 700. Warte mal, kann ich einen Fotomodus vielleicht nehmen? Problem ist, man kann nicht zoomen, deswegen. Ja, was steht da? 700. Ich kann es nicht richtig lesen, leider. Dazu reicht leider nicht hier die Aufzählung, wie auch immer. Ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Sehr detailliert wieder alles. Schön, einfach mal so einen alten Motor reinzugucken. Also da muss man schon auch wieder ein Lob aussprechen dann vor, diese detaillierte Treue, auch hier eben in den Motorräumen und so weiter. Sehr, sehr cool. Gefällt mir.
Und ich würde auch mal sagen, auch hier schauen wir natürlich bei so einem Oldie, was ist denn hier möglich? Was kann man denn aus dem Fahrzeug rauskitzeln? So, Motor könnten wir auf einen 3,2 Liter rein Sechszylinder wechseln oder auf einen 4,5 Liter V8. Antrieb könnten wir auf ein Allrad, Luftzufuhr können wir einen Turbo oder einen Kompressor mit reinnehmen. Ja, aerodynamisch können wir auch hier wieder das Typische machen, eben das hier dran oder eben die Chromteile weg, wobei das sieht hier ziemlich Banane aus, weil das macht optisch das Auto sehr charakteristisch aus, wenn das fehlt. Naja, gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Ja, hinten wieder, klar, typisch und da können wir auch wieder die entsprechenden Chromteile wegnehmen. Aber ja, doch, die Chromteile, die machen das charakteristisch schon sehr viel aus bei dem Fahrzeug, deswegen würde ich das ungern wegnehmen. Ja, die Reifen können wir von 185er auf 245er in der Front und im Heck können wir auch von 185er auf 265er gehen. Und dann steht er schon gut stramm da, auf jeden Fall, wenn man das so machen würde. Hier können wir wieder die modernen Teile einbauen. Das ist eigentlich wie bei jedem Fahrzeug das Gleiche. Auch hier wieder moderne Rennbremsen, entsprechendes neues Fahrwerk, 2,9 cm tiefer. Also hier, das macht dann auch schon ein bisschen was aus. Gewichtstechnisch können wir hier vom 1,4 Tonnen auf 1,1 Tonnen abspecken, was natürlich auch ein ordentlich gutes Kampfgewicht liefert. Am Motor können wir auch wieder die typischen Sachen machen. Auch hier zum Beispiel wieder Nockenwelle können wir das auch ein bisschen höher drehen lassen, das Ganze. Hubraum könnten wir einfach vergrößern und so weiter. Also auch hier wieder die typischen Sachen, wo ja jeder Bastler, nenne ich es jetzt einfach mal, auf seine Kosten kommt. Auch hier machen wir einfach eine Testfahrt und würde ihm sagen, komm, deutsches Fahrzeug, dann machen wir nochmal eine deutsche Strecke. Und da haben wir ja auch nochmal eine. Und zwar, wir gehen jetzt nicht auf die Nordschleife, ich nehme jetzt einfach mal die Grand Prix-Strecke. Und gucken wir einfach mal da, wie sich das Fahrzeug, wie sich der 67er Benz denn hier so fährt. Der 280 SL. So, da stehen wir. Ja, von hinten und außen klingt der Sound dann doch nochmal ein bisschen kerniger. Ja, und so ein Fahrzeug ist jetzt auch so ein Fahrzeug, wo ich sagen würde, allein weil es halt so ein offenes Fahrzeug ist, so ein Roadster, ja, wäre halt natürlich auch sehr sexy, einfach so ein Oldie einfach in Horizon zu bewegen, ja. Da macht es auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, meiner Meinung nach eben wie in Motorsport. Aber trotzdem, da wir das Fahrzeug jetzt hier haben, gehe ich halt auch davon aus, dass wir dann im neuesten Horizon-Teil dann dieses Fahrzeug auch sehen werden. Und das ist doch, wäre doch auch cool, einfach so mit so einem Oldie so ein bisschen durch die Straßen zu pilgern. Ja, das Lenkrad finde ich auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr interessantes Design. Sieht, finde ich, sehr cool aus. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Fährt sich sehr schwammig, meiner Meinung nach. Also wenn wir es jetzt einfach schon mal vergleichen mit dem Opel GT, da merkt man, dass der Opel GT dann doch ja, direkt nur sportlich war. Der hier soll ja vieles vereinen. Sportlichkeit, Luxus. Das soll ja alles so ein bisschen mit drin sein. Und das merkt man dann auch schon direkt. Da ist ein sehr, sehr weich eingestellt. Bei weitem nicht so eine direkte Lenkung wie der Opel GT. Ja, das ist mehr auch wieder so ein Fahrzeug, wo man einfach so ein bisschen gandulieren möchte auch. Ja. Also schon spritzig oder halt sehr, sehr knackig, weil da ist ja auch Leistung dahinter bei dem Fahrzeug. Aber jetzt halt nicht so rein für die Rennstrecke gebaut, ganz und gar nicht. Aber man kann das Fahrzeug schon ganz gut und zügig bewegen. Also von dem her nicht schlecht. Machen wir mal die Außensicht, gucken wir das auch nochmal hier von außen an. Geht schon ganz gut nach vorne. Auch interessant, diese Riesen, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht auf YouTube, diese Riesen Antenne ja, fürs Radio, die da rausragt. Ohlala. Ja, aber fährt sich sonst sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, gerade für Horizon würde ich mir auf jeden Fall wünschen, auch dieses Fahrzeug wieder zu sehen. So ein Oldie zu bewegen, ein bisschen zu cruisen, ist doch cool. Ja, auch so ein bisschen Bums hat er ja schon hier, der 280 SL. Ja, und ich würde mal sagen, auch hier brechen wir wieder ab und machen mal weiter. Wir möchten hier das Ganze nicht bis zur unmittelbaren Spitze treiben. 4 Autos haben wir jetzt schon gehabt von 7. Das heißt, 3 stehen noch aus.
jetzt kommen wir hier auf jeden Fall zu sehr interessanten Fahrzeugen. Nicht, dass die anderen jetzt nicht uninteressant wären, aber die, die jetzt noch kommen, sind genauso interessant, nicht weniger interessant. Und jetzt gehen wir hier zum ältesten Fahrzeug in diesem Carpack, zum Ur-OP, wenn man so möchte, in diesem Carpack. Und zwar zum 1934er Alfa Romeo P3 oder auch Typ B genannt. Hier haben wir das gute Teil und man sieht schon, das ist ein Rennwagen. Ja, da muss man nicht drüber reden. Ein Rennwagen der alten Stunde. Und ja, holen wir uns das mal ab. Klar, natürlich in Rot. Ja. Und man sieht, ja, Alfa Romeo, aber da sind Ferrari-Zeichen drauf. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, klar, das ist halt, vielleicht ist da damals auch entsprechend der gewisse Enzo Ferrari auch drauf gefahren. Ja, könnte man davon ausgehen, auf jeden Fall. So. Und zwar, ja, speichert es noch ab. Das war mal wieder für Anna. Ihr 1934er Alfa Romeo P3. Ja, wunderbar. Und ja, der P3 war der Nachfolger des P1 und des P2 Rennwagens von Alfa Romeo, wobei man da auch gleich erwähnen muss, dass der P1 tatsächlich der allererste Rennwagen von Alfa Romeo war. Und ja, da gucken wir auf jeden Fall rein. Guckt euch das mal an hier. Ja, 215 PS hat dieses Teil geliefert mit einem 2,7 Liter Motor. Natürlich ein stolzer Wert, wenn man bedenkt, 215 PS auf so ein nicht gerade schweres Auto. Auf jeden Fall sehr, sehr schnittig. Ja, wir haben ja bereits schon einige alte Grand Prix Flitzer im Spiel und da fügt sich der meiner Meinung nach super ein. Jetzt muss ich ja noch den Start, den Schlüssel hier, die Zündung finden, ja. Ja, altes Fahrzeug auf jeden Fall. Und ich finde, er klingt richtig böse. Damn sexy. Uiuiui. Na, da braucht man schon auch, glaube ich, Cojones, den zu bewegen, ja, weil da ist nichts mit moderner Technik verbaut. Ja, das sieht man hier auch. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreiches Fahrzeug gewesen hier, der P3. Insgesamt 15 Stück davon wurden gebaut und insgesamt zieht man alle Erfolge dieser 15 Stück zusammen, hat dieses Fahrzeug ganze 29 Siege erzielt, sowohl in Bergrennen als auch in Grand Prix-Rennen. Also sehr, sehr variables Fahrzeug gewesen. Ja, ich würde mal sagen, gucken wir mal, was wir denn aus dem alten Rennwagen überhaupt noch rauskitzeln könnten. Ja, wir könnten wahrscheinlich hier auf moderne Rennreifen gehen und das ist natürlich auch interessant. So moderne Rennreifen auf so einem alten Fahrzeug, das ist bestimmt auch sehr interessant. Vor allem, weil ja Forza alte Rennreifen hier, wie wir sie hier haben, auch simuliert. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit dem Fahrzeug sehr, sehr rutschig unterwegs sein werden. Wir können auch die Reifenbreite ein bisschen erhöhen. Oder seht ihr da, dann hätten wir schon hier ordentlich mehr Grip bestimmt. Hier und hinten auch auf 215er. Aha, das sieht dann schon sehr böse aus, würde ich mal behaupten. Ja, auch hier fahrwerkstechnisch, modernes Renndifferenzial können wir einbauen. Moderne Rennbremsen, oder? Nee, das sind sogar gar nicht moderne, das sind einfach nur ein bisschen hier andere. Was sind das? Bremsbelege und Bremsschläuche, so wie es aussieht. Aber modernere Bremsfedern und Dämpfer könnten wir hier verbauen. Das ist auch interessant. Ja, da sieht man schon, wie schön tief er dann hier geht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da können wir hier... Ja, man kann da anscheinend doch nochmal einiges rausholen aus dem Fahrzeug. Wir können sogar hier einen Überrollkäfig, ja, hier. Einfach ein so Ding. Dann ist das Ding safe. Ja. So könnten wir machen. Auch Stabis und so weiter. Motor können wir auch ein bisschen was drehen. Hier könnten wir sogar noch höher drehen lassen. Also ich glaube, da könnte man eine richtige Höllenmaschine draus bauen, wenn man möchte. Aber nur, wenn man möchte. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen eine Testfahrt. Ja, ein Monza waren wir eigentlich schon. Deswegen, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wollen wir irgendwas Cooles? Wo gehen wir denn hin? Ich will irgendwas Cooles. Ach, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt einfach mal auf Road Atlanta. Das ist doch eine Strecke, die auch so ein bisschen Höhen hat und ein bisschen mehr so ländlich, sag ich jetzt mal, wirkt. Ja? Und da möchte ich einfach mal dieses Fahrzeug bewegen. Den P3 oder Typ B auch genannt, wie schon gesagt. Ich bin mal gespannt. Ja, also wie gesagt, 215 PS auf so ein doch eher kleineres Fahrzeug. Interessant. Die Sitzposition auch interessant. Hier die Außenspiegel hier. Und das auch nochmal von außen an. Ich finde ja, ich muss ja sagen, so alte historische Rennwagen finde ich einfach nur geil. Und da haben wir ja auch wirklich einige im Spiel. Der klingt schon böse, oder? Ich würde mal sagen, wir geben mal Gas. Uiuiui. Uiuiui. Ja. Interessant zu fahren.
Aber ja, die Rennfahrer von damals, die hatten ja auch echt Coronas. Vor allem, wenn man damit abgeflogen ist, dann war meistens Ende Gelände. Da war nichts mit Schutz, ja. Und vor allem, man merkt halt, ja, man hat halt schon sehr dünne Reifchen, wie man ja sieht, ja. Das ist halt natürlich kripptechnisch so eine Sache. Die Gummimischung war damals natürlich, ja, weit davon weg, was wir heute so kennen. Und dementsprechend rutschen wir auch viel. Und wenn man mal so historische Aufnahmen sieht von alten Rennwagen, die sind regelrecht wirklich quer um die Strecken gefahren, weil die halt einfach, ja, ganz anders funktioniert haben damals, die Fahrzeuge. Wie gesagt, da muss man schon sagen, das sind schon echt wahre Pioniere des Motorsports gewesen, die damaligen Rennfahrer. Sich wirklich in diese Metallsäge zu trauen, muss man ja wirklich sagen. Und es ist schon, ja, schon anspruchsvoll, so einen Teil zu bewegen, definitiv. Aber macht halt Laune, und gerade in so einem Spiel, ja, da kann man halt einfach mal geben, ohne Angst zu haben, dass man gleich dran stirbt, ja. Dann guck mal, wie der marschiert, ja. Für die damalige Zeit, ich sage es nochmal. 1934, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, Leute. Und da fährt man einfach mal so 235 Sachen, ja. Das ist schon sehr böse, ohne irgendwelche Sicherheit. Es ist schon, da gehört schon eine Menge Mut dazu. Aber ja, bewegt sich. Ja. Aua, das tat weh. Ja. Und damit haben wir das Auto auch geschrottet. Wunderbar. Aber ihr seht schon, da ist schon eine Menge Leistung da. Aber wie gesagt, auch für die Hobbyschrauber. Uah, kann man. Uah, ja, okay. Beruhig dich. Da kann man schon. Kann man schon ein bisschen was rausholen aus dem Fahrzeug. Aber wie gesagt, ich finde die alten historischen Rennfahrzeuge auch sehr cool. Und finde ich cool, dass auch so ein Fahrzeug hier mit dem Carpack nochmal nachgereicht wird. So, ich gehe jetzt aber raus, denn wir haben noch zwei Fahrzeuge an der Zahl. Und ich möchte auch zeitig fertig werden. Ich will sie nicht zu lange übertreiben, ja. Und ja, wer natürlich die Fahrzeuge nochmal etwas detailliert und etwas mehr sehen möchte, dem verweise ich gerne auf das Let's Play. Da werden das ein oder andere Fahrzeug sicherlich nochmal genauer betrachtet werden. Und gerade auch von der Community wird da das ein oder andere Fahrzeug auch sehr gerne als gewünscht. Deswegen, wer die Fahrzeuge nochmal ein bisschen genauer sehen möchte, dem verweise ich sehr, sehr gerne auf das Let's Play, was hier ja auch auf dem Kanal immer wieder läuft oder immer noch läuft oder wie auch immer. Oder auch nicht so schnell beendet sein wird, was auch immer. Egal, wir machen einfach weiter, und zwar kommen wir jetzt hier, gehen wir ein bisschen in der Zeit voran, und zwar kommen wir hier zum 2015er Chevrolet Nummer 10 Wayne Taylor Racing Corvette Daytona Prototype. Ja, wir kriegen den zweiten Daytona Prototype ins Spiel, und damit haben wir eigentlich dann auch schon beide moderne Daytona Prototypes hier mit drin, und zwar Chevrolet Corvette sagt eigentlich schon aus, und zwar ist dieses Fahrzeug natürlich optisch auch an die Corvette C7 ein bisschen angelehnt, und die parallelen Sinne auch nicht zu leugnen, muss man sagen. Aber jetzt holen wir uns erstmal dieses Fahrzeug ab und dann gucken wir uns das an, und dann erzähle ich euch auch ein paar Kleinigkeiten zu diesem Fahrzeug. So viel ist es nicht, aber ein bisschen was kann man ja schon mal drüber erzählen. Ja? Ein bisschen Informationen streuen mache ich doch sehr gerne. Das ist Ihr 2015er Chevrolet Nummer 10 Wayne Taylor Racing Corvette Daytona Prototype. Ja, vielen Dank. Und ja, Taylor Racing ist interessant, weil die Gebrüder Ricky und Jordan Taylor sind hier auf diesem Fahrzeug gefahren. Da sehen wir es auch schon mal hier. Jordan Taylor, Ricky Taylor, und das Interessante ist, der Vater von ihnen, der Wayne Taylor, ist der Teamchef. Deswegen heißt das Ding auch Taylor Racing. Ja, so viel kann man schon mal dazu sagen. Ja, optisch, wie schon gesagt, sehr, sehr an der Corvette C7 angelehnt. Man erkennt es ein bisschen an der Front auf jeden Fall. Ein bisschen breiter wirkt es, ein bisschen flacher wirkt es. Und gerade vor allem am Heck erkennt man es deutlich hier mit diesen Lichtern. Sehr, sehr deutlich eben halt, wie die Corvette es hat. Und ich finde auch sehr, sehr geil getroffen. Also es ist hier so diese Vermischung zwischen Prototypenfahrzeug und dem Serienfahrzeug. Ich finde dieses Fahrzeug einfach sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Hab mich ja auch ein bisschen so, oh, jetzt kriegen wir den Ford Daytona Prototype. Ich hätte lieber die Corvette gehabt. Habe ich, glaube ich, auch damals im CarPack Review gesagt, meine ich, dass ich es gesagt habe. Gedacht habe ich es auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall den Chevrolet Daytona Prototype. Somit haben wir jetzt auch beide. Und das ist ja, sehen wir, so ein bisschen, ja, viele Knöpfe. Hören wir mal rein. In den V8. Ja. Ja, das klingt nach V8.
Ja, sehr geil. Finde ich cool. Und da werden wir gleich natürlich auf Daytona noch ein paar Runden drehen. Das ist klar, da gehört er hin. Ja, wo fährt das Fahrzeug überhaupt? Ja, klar, natürlich in der IMSA-Serie. Da war das Fahrzeug auch relativ erfolgreich, wenn man denkt, dass 2014 und 2015 hat in der IMSA-Serie in der Daytona oder in der Prototype-Klasse sogar, oder in dieser Klasse, wo dieses Fahrzeug fährt, ja, das ist ja die Prototype-Klasse, hat auch dieses Fahrzeug zweimal gewonnen, zwar jetzt nicht hier von Taylor Racing, die sind nämlich 2015 insgesamt nur Vierter geworden, haben aber allerdings in Mosport und in Long Beach sogar gewonnen. Und haben auch diverse Podiumsplätze eingefahren und wie schon gesagt, Vierter insgesamt geworden. Allerdings das Auto an sich, der Chevrolet oder die Chevrolet Corvette Daytona Prototype, hat übrigens 2014 und 2015 eben in der Prototype-Klasse auch gewonnen. Und ja, wie ist denn überhaupt so ein Daytona Prototype einzuordnen? Wer jetzt das noch gar nicht gehört hat oder auch das andere Review zum anderen Daytona Prototype noch nicht angeguckt hat. Ja, Daytona Prototypes sind im Prinzip vergleichbar, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit den LMP2-Fahrzeugen aus der Le Mans Series. Ja, sind nicht ganz so, haben nicht ganz so viel Aerodynamik, also nicht so ganz viel Kurvenspeed, haben halt ein bisschen mehr Bums, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber in der Summe kommen sie ungefähr auf dem gleichen Niveau raus. Deswegen fahren auch tatsächlich, wie zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, eben die Daytona-Prototypes und die LMP2-Fahrzeuge in derselben Kategorie. Und ich glaube auch dieses Jahr, also 2016, war auch, glaube ich, seit langer Zeit mal, wenn überhaupt, vielleicht sogar zum ersten Mal, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das kann sicherlich der ein oder andere IMSA-Experte mir nochmal hier hinschreiben. Und zwar hat auf jeden Fall mal ein LMP2 gewonnen. In den Jahren zuvor hat er eigentlich in den 24 Stunden von Daytona eigentlich immer eben so ein Daytona-Prototype gewonnen. Und deswegen, ja, war das mal eine Ausnahme, ist jetzt einfach mal. So, können wir hier irgendwas öffnen? Wahrscheinlich nicht, alles geheim. Wir dürfen den V8 nicht sehen, so wie es aussieht. Nö, wir dürfen hier gar nichts öffnen. Schade, schade, schade. Machen wir mal Licht an. Oh, das sieht schon böse aus. Oh, guck mal hier, die Scheinwerfer haben hier auch nochmal, die Rückspiegel haben hier auch nochmal zusätzlich Beleuchtung. Und hinten gehen die Dinge auch an. Sehr cool. Ja, und dann gucken wir jetzt aber erstmal, was könnten wir denn da noch machen? Ja, was könnten wir denn nochmal aus dem Fahrzeug rausholen? Und zwar, viel ist es nicht, aber wir könnten ein bisschen breitere Reifen hier von 320er, was ja schon nicht wenig ist, auf stolze 365er gehen. Und am Heck könnten wir von 325er auf 365er ebenfalls gehen. Also da ist auf jeden Fall was möglich. Dann Gewichtsreduzierung. Da können wir von einer Tonne auf 875 Kilogramm runter. Das ist natürlich ordentlich. Also man kann hier dieses Fahrzeug tuningtechnisch auf jeden Fall auf LMP1-Niveau hieven. Ja, ohne Probleme, auch leistungstechnisch, wie ihr seht. Da kann man schon was rauskitzeln aus dem Fahrzeug. Also damit könnten wir sogar dem Porsche 919 Konkurrenz machen. Ja, wer es glaubt oder nicht. Ja, könnte man, theoretisch. Aber ich würde sagen, wir machen eine Testfahrt und gucken wir mal, wie das Fahrzeug hier so auf Daytona funktioniert. Und das fahren wir selbstverständlich in der Nacht, ja. Wenn dann richtig, fahren wir natürlich für Nacht. Ja, finde ich cool, auf jeden Fall, dass das Fahrzeug drin ist. Das schreit ja auch förmlich, wer unsere Multiplayer-Specials verfolgt. Nach einer Neuauflage des 24-Stunden-Renns von Daytona, beziehungsweise des 24-Stunden-Daytona-Special, was wir hier gemacht haben. Denn jetzt haben wir hier auch dieses Fahrzeug. Sehr cool. Ja, da haben wir das gute Teil. Ich finde den schon geil. Hier haben wir den Sidepipes, ja. Schön die Flammen raus. Und der Diffusor ist halt auch mega sexy, ja. Muss man einfach mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, dann geben wir mal ein bisschen Gas, oder? Boah, ja, ein bisschen Steilkurve aufpassen. Ja, da geht ordentlich nach vorne. So, dann müssen wir noch aufpassen hier, die erste Kurve. Boah, der hat eine sehr knackige Lenkung. Ohlala. Hier sogar mit Rückfahrkamera. Upsala, müssen aufpassen. Boah, da geht er richtig gut nach vorne. Leck mich am Arsch. Da muss ich mich gerade echt ein bisschen dran gewöhnen. Erstmal hier an die Geschwindigkeit. Boah, da geht er richtig steil nach vorne, ey. Leck mich am Arsch. Fällt mir sehr gut. Muss ich schon sagen. Und ich meine, der V8 prügelt uns ja auch gut nach vorne. So, hören wir uns das Ganze auch nochmal von außen an. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören.
Sehr cool, auf jeden Fall. Sieht optisch, wie ich finde, sehr, sehr böse aus. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt hier richtig bremsen. Ja, die Bremsen beißen auch sehr ordentlich. Sehr geiles Fahrzeug, definitiv. Gefällt mir. Ja, finde ich gut, dass so nach und nach die Serien, die anderen Rennserien hier in Forza auch gefüllt werden, ja, muss man mal sagen. Jetzt wünsche ich mir natürlich an der Stelle auch schon mal nochmal ein paar modernere GT-Fahrzeuge. Zum Beispiel, oder da wir ja schon mal ein GT500-Fahrzeug bekommen haben, vielleicht auch aus der Klasse nochmal ein Fahrzeug. Wäre cool. Ja, einfach mal so am Rande erwähnt. So, aber bevor ich jetzt zu viel fahre und so weiter, wir haben noch ein Fahrzeug. Und das würde ich ganz gerne jetzt dann auch mal anpacken. Wir sind jetzt hier auch schon knapp an der 1-Stunde-Marke des Reviews angekommen. Und deswegen, ich möchte ja nicht zu lange strecken. Deswegen, ja, kommen wir zum letzten Auto. Und damit auch zum Cover-Auto, nenne ich es jetzt einfach mal, von diesem Carpack. Und ich denke auch mal für viele, viele, viele Leute, das, ja, ein lang ersehntes Fahrzeug und auch hier jetzt in dem Carpack wahrscheinlich auch das interessanteste und geilste Fahrzeug. Und es ist kein Rennwagen und ich muss trotzdem sagen, auch ich muss sagen, finde es mega geil, dass es da ist. Und ich glaube, es ist immer wieder mal auch erwähnt worden, immer wieder mal kam es durch, dass ich eben dieses Fahrzeug sehr, sehr geil finde. Vor allem seinen Vorgänger fand ich sehr, sehr geil. Und ja, wir kommen zu nichts anderem als dem 2015er Ferrari 488 GTB. Ja, wir holen das Fahrzeug ab und dann gibt es auch ein bisschen was dazu zu erzählen. Und da erzähle ich auch sehr, sehr gerne ein bisschen was darüber, weil das Fahrzeug einfach mehr als geil ist. Ja, gibt es in vielen verschiedenen Farben, wie man sieht. Ja, aber wir holen es natürlich in Ferrari Gelb, könnten wir es holen. Ne, wir nehmen es jetzt einfach mal in Rot. Ja. In Ferrari Racing Red, nennen wir es mal so. Und ja, ich möchte gerne, ja, ein 488 kostenlos, nehme ich mit. Ja, warum auch nicht? So, dann warten wir mal auf einen Einsatz von Anna und dann kommt mein Einsatz. Das ist ihr 2015er Ferrari 488 GTB. Ja, vielen Dank an Anna dafür. Und ja, hier haben wir dieses... Oh, sexy Car, schau doch mal den Blick an. Ja, ich bin ja ein großer Fan des 458 Italia. Für mich eines, designtechnisch eines der schönsten Fahrzeuge, so was auf dem Sportwagensegment auf den Markt gekommen ist in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre. Und der 488 GTB ist der Nachfolger des 458. Und wie ich finde, mega gelungen. Also es ist halt ein bisschen kantiger, das Fahrzeug. Ein bisschen aggressiver, finde ich auch, von der Optik her. Und vor allem, wenn man jetzt sich das Flaggschiff aktuell bei Ferrari anguckt, den LaFerrari, und den dann mit dem, ja, mit dem 458 vergleicht oder auch kombiniert, dann würde ich sagen, kommt eben der 488 raus. Weil da sind wirklich so genau diese zwei Sachen ein bisschen zusammengekommen. Der 458 Italia, auch die spezielle Version davon, und eben der LaFerrari, bilden eben das neue V8 Flaggschiff, sage ich jetzt einfach mal, also das neue Modell der V8-Reihe. Und ja, ganz besonders hier bei diesem Fahrzeug ist, dass der 488 GTB mit dem California T seit dem F40 das einzigste Turbo aufgeladene Fahrzeug ist. Ja, richtig gehört. Wir haben hier ein V8 Biturbo aufgeladenes Fahrzeug. Und jetzt sagt ganz viele: Was, Turbo im Ferrari? Nein, wie kann man nur? Man muss aber bedenken, dass auch beim California T damals, das war ja nur eine Machbarkeitsstudie erstmal beim California T, war ganz, ganz wichtig, Ferrari wollte, dass ein Turbomotor muss sich genauso anfühlen wie ein Sauger. Das heißt, sie wollten kein Turboloch haben, kein spürbares. Es musste auch von der Reaktion sofort funktionieren. Und das haben sie beim California T wirklich gut gelöst. Und auch hier natürlich beim 488 war das sehr wichtig, dass der Anspruch, das Ansprechverhalten des Turbos sehr, sehr gut ist. Und mit dem Biturbo, wie man weiß, ja, kleinerer Turbo vor unten, größerer Turbo vor oben, kann man das auch sehr gut erreichen. Bin mal gespannt, wie sie es hier im Spiel auch umgesetzt haben, ob man wirklich das gar nicht so richtig merkt, den Turbo, also hören bestimmt vielleicht so irgendwo, hören wir auch gleich mal rein.
aber halt eben vom Ansprechverhalten, dass der halt wirklich ordentlich zieht. Und ordentlich ziehen kann das Fahrzeug auf jeden Fall. Da kommen wir einfach mal zu den Leistungsdaten. V8-Motor, 90-Grad-Winkel eingebaut. Biturbo, wie schon gesagt, 492 kW, umgerechnet 670 PS Leistung. Nur 30 PS weniger als der Aventador, ja, der einen V12 hat. Er hat einen V8 hier. Ja. Nicht vergessen, 760 Newtonmeter Drehmoment. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. 0 auf 100 in 3,0 Sekunden, 0 auf 200 in 8,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit über 330 km/h. Ja, zum 488 vielleicht auch nochmal, wie kommt man auf den Namen? Ja, das ist der 488 steht tatsächlich für den Hubraum pro Zylinder. Insgesamt hat der Motor 3,9 Liter. Würde man das jetzt teilen durch 8, kommt man, glaube ich, auf 3,7 irgendwas. Aber allerdings hat er wirklich 3. Hat er tatsächlich 4,88. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen. Egal. Das, was ich gerade eben gesagt habe, ignoriert's. Jeder Hubraum hat 0,488 Liter. Rechnet man das zusammen, kommt man dann auf 3,9, schieß mich tot, ungefähr Liter eben. Und eben, so kam die Namensgebung zustande. GTB, fragt sich vielleicht auch der ein oder andere, warum heißt er jetzt nicht 488 Italia oder sonst was, sondern GTB. GTB steht in dem Fall für Gran Turismo Berlinetta. Und Berlinetta ist bei Ferrari, wenn man es grob umschreiben möchte, nichts anderes wie ein zweisitziges Coupé. Ja? Das beschreibt Berlinetta. Man kennt ja auch viele anderen Berlinettas beim Ferrari. Und eben deswegen GTB, also Gran Turismo Berlinetta. Neben dem GTB gibt es auch noch den 488 Spider. Das ist nichts anderes einfach wie ein Cabriolet bei diesem Fahrzeug. Ja, Sportversion gibt es davon noch nicht. Ja, also wie zum Beispiel beim 458 Italia kam ja dann der 458 Speziale. Davon wird es dann, denke ich, auch noch irgendwann eine Sportversion geben. Wie die dann heißt, wissen wir nicht. Ob die dann auch Speziale, Scuderia, Challenge, Stradale oder irgendwas heißt, wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Ja, innen drin, finde ich, sieht es ja, typisch Ferrari aus. Ja, das ist, so sehen halt die Ferraris von innen heutzutage aus. Finde ich geil. Also mir gefällt es, ist Geschmackssache. Aber ich finde, wenn man jetzt hier mal so guckt, so geradeaus guckt, so hier links, gerade von der Fahrerposition aus, sehr, sehr sportlich. Da fühlt man sich auch so ein bisschen wie so ein Kampfjet, ja, obwohl das Kampfjet-Image ja eigentlich eher die Lambos haben. Aber ich finde, der hat es auch so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen rein in den V8 Turbo. So, was jetzt natürlich auffällt, ist, der Turbo dämpft natürlich ein bisschen den Klang. Aber trotzdem finde ich, ist noch ein bisschen dieses Ferrari-typische ist noch da, ja. Man hört auch ein bisschen Böllern hinten. Oh, kann man so lassen, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ja, zum Fahrzeug selber gibt es auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, wir erzählen ein bisschen jetzt ausführlich. Ich glaube, weil auf dieses Fahrzeug haben sich auch wirklich viele gefreut, haben viele gewartet. Und da kann man auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ja, guck mal, oh, da kann man ferner mal reingucken. Ja, und gut, sieht man nicht viel. Keine Ahnung, was das hier jetzt auch ist. Reisegepäck oder so. Kann man da verstauen. Ja, auf jeden Fall zu dem Fahrzeug kommt natürlich auch Technik, die beim 458 Speziale zum Einsatz kam und unter anderem auch im LaFerrari, kam jetzt auch hier zum Einsatz. Unter anderem nämlich die verbesserte Driftwinkelsteuerung, so nennt sich das Ganze, oder auch im Offiziellen heißt dieses Ganze Side Slip Angle Control 2 System. 2 wegen zweite Version oder auch kurz SSC2. Und zwar, ja, was macht die Driftwinkelsteuerung? Und zwar anhand. Ich habe es damals beim Speziale schon mal erklärt im Review, aber natürlich hat jetzt nicht jeder von euch ein Review geguckt, deswegen erkläre ich es gerne nochmal neu. Und zwar, das finde ich das coole Konzept, anhand wie der Fahrer das Fahrzeug, also anhand wie das Fahrzeug gerade liegt auf der Straße und anhand wie der Fahrer einlenkt mit dem Lenkrad, genauso auch wie die Pedalstellung ist, also gibt er gerade mehr Gas oder nimmt er Gas weg oder wie auch immer, erkennt dieses System, ob der Fahrer jetzt gerade ein bisschen übersteuern will oder eben nicht. Also will er das oder nicht. Und das Coole daran ist, egal ob ESP angeschaltet ist oder nicht. Und das macht das Fahrzeug sehr, sehr sportlich, weil man dadurch sehr, sehr sicher, aber auch sehr, sehr schnell bewegen kann. Weil was natürlich oft passiert ist, wenn man elektronische Helfer hat oder sonst was, die greifen so sehr ein, dass es natürlich das Übersteuern komplett
ignoriert und so weiter. Und dann kommt man gar nicht so richtig raus, weil ein bisschen übersteuern will man ja schon, wenn man sportlich fährt. Und das kann man damit bezwecken. Genauso auch, wenn man sagen will, hey, ich will driften mit dem Auto, dann geht es ohne Probleme. Und das ist eben diese verbesserte oder diese überhaupt diese Driftwinkelsteuerung, die halt eben schon beim Spezial zum Einsatz kam und da für ja, sehr große Anerkennung gesorgt hat. Und das ist hier nochmal verbessert worden und auch wirklich gut, so wie sie selber auch sagen. Wie das Ganze funktioniert, durch entsprechende Differential- und auch Dämpfereinstellungen, die da auch variabel funktionieren. Wer das genauer wissen will, kann einfach mal gucken unter Side Slip Angle Control System bzw. Control 2 System. Das ist ja hier die zweite Version, der kann er dann auf jeden Fall sich ein bisschen informieren darüber. Ja, des Weiteren ist auch noch ein ganz interessantes Detail und da weise ich ja sehr, sehr gerne auch beim LaFerrari drauf hin und auch beim Speziale und da sage ich einfach Aerodynamik, ja. Man zieht ja hinten diese riesen Frittentheke, deswegen mega die Frittentheke, da muss ja mega die Aerodynamik dahinter sein. Ja, ihr merkt's, da ist keine Frittentheke. Und genau deswegen fragt man sich, ja, was für eine Aerodynamik. Und genauso wie beim LaFerrari und auch beim Speziale sind hier sehr, sehr coole Systeme angebracht. Nämlich zu einem Windkanäle, die hier durchführen. Dann diese, na, man sieht es nicht richtig, aber man hat hier so einen doppelten Spoiler. Also hier vorne sieht man schon mal so einen Spoiler. Und dann hier innen drin sind nochmal welche. Das hatte der normale Italia auch schon so. Die so variabel zum Wind sich entsprechend aufrichten und damit mehr Downforce oder halt auch, wenn man Geschwindigkeit möchte, auch für mehr Geschwindigkeit sorgen, also dass quasi nicht ausgebremst wird. Genauso auch hier diese Einlässe, die natürlich zum einen auch den Motor kühlen, aber halt auch eben für Downforce sorgen, ein bisschen nach unten und die sind auch variabel, ja, also die passen sich auch zur Geschwindigkeit an. Man sieht es vielleicht so leicht, dass die sich bewegen können. Genauso auch entsprechend hinten sind Flaps wieder verbaut, die sich bewegen können. Das sieht man insbesondere beim Speziale und auch beim LaFerrari sehr, sehr gut. Die sind hier so ein bisschen versteckter angebracht. Und das macht das Fahrzeug halt Downforce-technisch, also hier Kurvenspeed, Anpressdruck-technisch, sehr, sehr gut. Und das einfach auch mal auf den Wert zu bringen. Vergleicht man den 458 Italia, also den direkten Vorgänger, zu dem 488 GTB, den wir hier haben, haben wir 50% verbesserte Aerodynamik, 50% besseren Anpressdruck und trotzdem fährt dieses Fahrzeug mehr Topspeed. Also nicht auf, wir haben keinen Verlust, was Höchstgeschwindigkeit angeht, aber wir haben verbesserte Kurvenspeed und das macht das Fahrzeug so besonders. So, das waren die ganzen Details dazu. Ich hoffe, es ist nicht der ein oder andere eingeschlafen, aber wie gesagt, wer mal ein bisschen Details wissen will, dann haut man die doch gerne auch mal raus. Wir gucken jetzt aber mal, was wir denn ändern dürften. Könnten wir unser eigenes spezielles Modul, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Auto rausschöpfen? Und ich sehe schon viele Möglichkeiten, das freut mich. Ja, wir können Allrad machen, aber gut, das kommt gar nicht in Frage, das lassen wir weg. Aerodynamik-technisch können wir hier nochmal hier so ein bisschen Racing machen, ja. Und apropos Racing, ja, wenn ihr jetzt schon den 488 hier serienmäßig reinbringt, dann bitte, bitte, bitte bringt den 488 GTLM rein, also den Rennwagen davon. Ja, wir können hier so einen Forza-Spoiler noch draufpacken. Ja, machen wir aber nicht. Wollen wir nicht, ja. So, Reifenmischung. Wir können ja auf Rennreifenmischung gehen. Also können hier ein richtiges, ja, können schon ein flottes Ding machen. Ja, vorne 235er Schlappen auf 275er und am Heck von 295er auf stolze 325er. Also, ja, das ist schon ordentlich. Auch hier moderne Sachen verbauen. Auch hier noch hier zwei Wege Renndifferential könnte man auch verbauen, wenn man möchte. Fahrwerktechnisch können wir ja auch noch mal ein bisschen sportlicher werden, noch mal das ganze Ding noch mal tiefer legen. Ja, das ist schon krass. Auch Stabis können wir verbauen. Und auch Gewichtsreduzierung. Die 1,4 Tonnen, fast 1,5 Tonnen, könnten wir auf 1,2 Tonnen reduzieren. Also hier, wie gesagt, ist einiges auf jeden Fall möglich. Ja, da wir Twin Turbo haben, dürften wir den auch noch ein bisschen aufbohren. Und wir könnten auch entsprechend hier drehmomenttechnisch könnten wir ein bisschen noch mehr rausschöpfen. Also hier tuningtechnisch ist was möglich. Und was ich interessant finde, schaut mal hier auf die Kurven. Man sieht, natürlich gibt es ein Mega-Turbo-Loch. Aber guck mal, wie früh oder wie wann das schon fertig ist. Also ihr guckt mal, auf der Hälfte haben wir 5000 Umdrehungen. Der dreht aktuell bis ungefähr 8000, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Also so 5, 6, 7, ja so 7,8. Also 7800, so, jetzt habe ich's. Tut mir leid, ja, ist ein bisschen viel labern, bis am Ende geht dann ein bisschen die Redekunst aus. Ja, also 7800 hätten wir aktuell. Und wenn wir jetzt das mal vergleichen nach ganz vorne, da haben wir dann 0, 1, 2, sagen wir mal bei 2,5 ist das Turboloch, also bis 2,5 und dann hat er schon Power. Und wenn man so bedenkt, dass bei vielen, vielen Turbomotoren, ja, hat man das Turboloch gut und gerne mal bis 3.500, bis 4.000 manchmal sogar.
Und das ist dann schon sehr, sehr kurz. Und das hat halt eben Ferrari viel Wert drauf gelegt, dass das eben nicht so ist. Und in der Regel ist man beim Benziner eigentlich so immer mehr oder weniger über 2,5, es sei denn, man möchte Sprit sparen, ja. Aber in der Regel ist man immer über 2,5 und deswegen hat man eben dieses Turboloch eigentlich gar nicht. Und das macht ihn so gut. Ja? Und jetzt würde ich auch mal sagen, ihr wollt ihn auf der Rennstrecke sehen, ich will ihn auf der Rennstrecke sehen. Und ja, ich weiß, es gibt viele Rennstrecken, aber ich weiß nicht, wenn ich so ein geiles Auto fahre, dann muss ich es einfach auf der Nordschleife fahren. Es ist einfach, ich muss es einfach tun. Aber wir machen jetzt einfach die große Variante, dann haben wir noch ein bisschen auch Grand Prix-Strecke voraus, dann können wir auch mal gucken, wie der auf der Grand Prix-Strecke fährt. Und ja, ich komme dann auch, wenn ich dann das Auto ein bisschen gefahren habe, auch dann gleich zum Fazit zu diesem Carpack. Lohnt sich denn ein Kauf, wenn man eben zum Beispiel kein Carpass besitzt, zu diesem Carpack? Wie sortiere ich es ein? Eher zu den besseren Carpacks, eher zu den schlechteren Carpacks? Das werde ich euch gleich verraten. Aber erst möchte ich erstmal meinen ersten Eindruck mit dem 488 GTB hier so erleben. Ja, Flammen kommen raus. Da hinten sieht man jetzt die Klappen ein bisschen. Guck mal, jetzt bremse ich. Jetzt müssen die Klappen dann irgendwann zugehen. Seht ihr das? Sehr geil. Sehr aerodynamischen Spielereien. Und da muss ich sagen, ist Ferrari gerade aktuell wirklich das Nonplusultra, würde ich jetzt mal behaupten. So, dann gucken wir mal, wie diese über 700 Newtonmeter so reindrücken. Und es fährt sich schon sehr, sehr, sehr geil. Oh, das macht mir richtig Spaß. Halleluja, geiles Fahrzeug. Der 458 Speziale ist ja schon ein Monster. Aber wenn man bedenkt, dass der 488 GTB, ulala, ja, bremsen darf man nicht vergessen. Aber da war ich im Geschwindigkeitsrausch, da will man nicht bremsen. Ja, wie gesagt, hier noch das normale Modell ist, das ist noch gar nicht das Sportmodell davon. Dann kann man sich da, kann man echt mit großer Freude in die Zukunft blicken. Sehr, sehr geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das Fahrzeug jetzt hier noch ins Spiel gekommen ist. Wie gesagt, jetzt noch den 488 GTLM oder GT3, einer von beiden, ist mir eigentlich egal, noch reinhauen ins Spiel, dann wär ich happy. Ja, der liegt schon echt sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. So, bremsen darf man echt nicht vergessen, aber man gibt viel zu gern zu viel Gas mit dem Fahrzeug. Muss man einfach mal so sagen. Ja, was soll ich sagen? Zuerst einmal muss ich sagen, danke Turn 10 für ein cooles Geburtstagsgeschenk. Ja, vielleicht der ein oder andere weiß es auch. Ich habe heute, wo das Video erscheint, am 16.03. habe ich nämlich Geburtstag. Und ich glaube, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, wie sehr ich von diesem 488 schwärme. Einfach vom Design her einfach schon. Und da muss ich sagen, ist gelungenes Geburtstagsgeschenk. Natürlich würde es ein paar andere Autos geben, die ich auch geil gefunden hätte, aber 488 nehme ich einfach jetzt mal so als Geburtstagsgeschenk an. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Kommen wir aber mal zum eigentlichen Review, zum eigentlichen Fazit des Carpacks. Ich muss sagen, schwierig einzuschätzen, muss ich sagen. Ich finde, es ist nicht das geilste Carpack. Ich finde, da gab es irgendwie welche, die haben bei mir mehr Emotionen ausgelöst, aber ich würde einfach, wenn man mal so jedes Auto so betrachtet, was hier so ein Carpack drin ist, es schon auf jeden Fall zu den besseren Carpacks zählen. Rennwagen technisch finde ich es nicht so geil. Ja, ich bin halt jemand, der gerne Rennwagen hat. Klar, der Daytona Prototype, cool, aber den fährt man wahrscheinlich nicht so oft. Ja. Dann beim Jaguar, klar, ist historisch gesehen ein interessantes Fahrzeug, ist ein Porsche-Killer. Ja, hat bei mir natürlich als Porsche-Fan nicht so ein gutes Standing. Nennen wir es einfach mal so. Aber, nee, ist cooles Fahrzeug. Aber ich hätte mir zum Beispiel den Sauber C1 oder sowas, hätte ich schon lieber gesehen. Sage ich jetzt einfach mal. Aber auf jeden Fall cooles Fahrzeug. Der Alfa Romeo finde ich cool. Macht auf jeden Fall, ja, ergänzt natürlich die alten Rennwagen. Der Opel GT, müssen wir nicht drüber reden, ist einfach ein Kultfahrzeug. Der Mercedes gehört einfach auch dazu zur Historie. Wobei den ich halt natürlich auch viel eher in Horizon sehen möchte, wie eben in Motorsport.
Und ja, was haben wir noch? Den Fiat, auch ein interessantes Fahrzeug, definitiv, halt auch wieder so ein Schrauberfahrzeug. Im Großen und Ganzen ist es ein gelungenes Carpack. Würde ich auch zu den eher besseren zählen, Carpacks zählen. Also wir hatten schon schlechtere hier in Forza Motorsport. Kaufempfehlung, ja, nein. Ist natürlich wieder eine Geschmackssache. Ich würde sagen, jein. Ist sehr spezielles Carpack. Also wenn man wirklich so Oldies mag, wenn man sehr gerne schraubt und so weiter, dann ist es natürlich ein Must-Have-Carpack. Wenn man jetzt sagt, okay, der 488, auf den habe ich lange gewartet, der könnte sich halt auch überlegen, den 488 einzeln zu kaufen. Weil in diesem Carpack ist es ja auch möglich, nicht nur das Carpack, sondern auch die Fahrzeuge einzeln zu kaufen. Und dann könnte man halt echt überlegen, ob man vielleicht nur ein oder zwei Autos daraus nimmt und nicht das ganze Carpack. Ansonsten, Kaufempfehlung, wie gesagt, jein. Möchte ich keine klare aussprechen, weil es ist sehr spezielles Carpack. Motorsportleute kommen, finde ich, eher nicht so auf ihre Kosten, wie es das schon in anderen Carpacks war. Und ich würde sagen, wäre dieses Carpack für Horizon erschienen, hätte ich gesagt, also streichen wir mal die drei Rennwagen aus und ersetzen das durch andere Fahrzeuge von mir aus. Aber wäre dieses Carpack so in Horizon erschienen, hätte ich gesagt, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Hier würde ich sagen, Geschmackssache. Muss man wirklich mit sich selber ein bisschen vereinen, ob man das denn so möchte oder nicht. Ja, ansonsten ist es das Fazit eigentlich schon gewesen. Wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen länger geworden, dieses Review. Sind wir fast bei 1,5 Stunden. Aber ja, ich wollte halt bei ein paar Fahrzeugen, wie jetzt hier bei dem 488, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich hoffe, ihr findet das in Ordnung. Könnt ihr mir gerne auch ein bisschen Feedback geben. Also wie gesagt, gerne Feedback zu den Reviews immer gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr was ergänzen möchtet oder wenn ihr sagt, hey Ray, das war nicht ganz so korrekt. Gerne könnt ihr mich da ergänzen und auch verbessern. Da bin ich euch auch dankbar. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich gehe in die Außensicht nochmal. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Carpack gefallen, konnte auch ein bisschen Hilfe geben für den einen oder anderen, der sich vielleicht gerade noch überlegt, ob er sich das Carpack kaufen soll oder nicht. Ja, ansonsten bin ich jetzt dann eigentlich raus. Karussell werden wir auf jeden Fall jetzt noch gleich fahren. So, ja. Ja, und wenn, wie gesagt, wenn euch das Carpack gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch informiert hat oder wenn ihr einfach ein bisschen Spaß und Unterhaltung hattet bei diesem Carpack Review, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Das ist auch für mich so ein bisschen eine Anerkennung, wo ich dann sehe, jawohl, die Carpacks, die kommen gut an, die seht ihr gerne. Und dann mache ich dann auch gerne weitere Carpacks Reviews. Carpacks mache ich nicht, aber die Reviews dazu so. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus, ich habe mich jetzt ein bisschen fusselig geredet. Ja, wird mal Zeit, dass ich ein bisschen Pause mache. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch. Wer es denn am Mittwoch guckt, vielleicht guckt ihr einer noch am Donnerstag, Freitag oder irgendwann anders in der Zukunft. Ich genieße jetzt hier am 16.03., an dem, wo dieses Video erschienen ist, noch meinen Geburtstag mit dem 488. Ja, leider nicht in Real Life, aber ja, hier in Forza auf der Nordschleife kann man den auch ein bisschen genießen. Ne? Also, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Und man sieht und hört sich dann entweder beim nächsten Carpack Review im April, da soll ja dann das Top Gear Carpack erscheinen, das ist ja schon geleakt worden, oder dann eben im Let's Play für die Leute, die auch das Let's Play ein bisschen anschauen und verfolgen möchten. Ich bin jetzt raus, vielen Dank fürs Einschalten, ciao, ciao, euer Ray.